Oh. Oh, nö. Okay, geh mal wieder auf das Erdgeschoss. Da war doch eine Schreibmaschine, wo die dumme Tuse die ganze Zeit davor stand und du nicht dran konntest. Sag bloß, dahinter ist ein Kühlschrank mit einem frischen Bier. Uffs. Und das hier ist tatsächlich was wir finden müssen. Das ist nämlich per Zufall. Stopp, warte mal. Untersuchungsraum 3 im ersten Stockwerk, 2F. Da warst du gerade, ne? Okay. Cool. Da ist eine Schreibmaschine. Damit kann ich nichts anfangen. Moment mal, was ist das? Da ist ein Blatt Kohlepapier in die Schreibmaschine eingespannt. Ich kann die da offen lassen und Eindrücke lesen. Ich kenne sie. Ich kenne die Nummer der Kiste 1439. Sie kann ihm nicht mehr helfen. Der Knopfschlüssel macht mir keine Angst. Also kann keiner etwas daran ändern, wer ich bin. Weiß nicht, wer ich bin. Bin, wer ich. Wo ist jetzt der Hinweis? Keine Ahnung. 14:39. Ja, das war ein guter Jingle. Und jetzt ja, wie immer. Perfekt. Geht ins Ohr und kann man es merken. 14:39. Siehst du, es funktioniert halt. Weil das Blätter im Kopf auch hängen. Oh. Die Kugel auf. Mag sie nicht. So. Warum hat sich jetzt die Kamera auf einmal wieder mitgedreht? Ja, der Jingle ist halt auch ein bisschen schrecklich, weil, warte mal, jetzt gerade nochmal. Und ich habe nachgeladen. Jo, okay. Weil du wissen willst, was danach kommt. 14:39. Ja, eben. Und deswegen bleibst du im Kopf, weil du denkst, Alter, was ist um 14:39? Vier, zehn, neun, 30. Drei Haare. Und was liegt da drunter? Nein, falsch, das sind ein paar Haare. Ein paar Haare, ja, ein Büschel. So, nun verbinde er Haarbüschel mit Nadel. 14:39. Das lässt uns nie wieder los jetzt. Verwenden. Und jetzt? Verwenden. Mist, wie kombiniert man Gegenstände? Meinst du, man muss das da machen? Das ist die einzige Erklärung, die ich hatte. Also erstmal so stellen, ja, okay, dass es passt. Und jetzt? Boah. Och, komm! Das ist ja wirklich an den Haaren herbeigezogen. So, ich muss dann auch wieder gehen für heute. Schlüssel für Aufzug, Schlüssel für Aufzug. Naja, der Aufzug. Das Ding am Dach. Oder? So, naja, der Aufzug ist doch überall. Aber der Aufzug ist doch noch nicht aktiv, oder? Naja, deswegen hast du einen Schlüssel. Kannst die Tür aufmachen und dann durchklettern, oder nicht? Da, siehst du, bing!
Du bist schon drei. Kommen wir mittels Fahrstuhl denn irgendwo hin, wo wir vorher nicht waren? Nö, ne? Doch, da. Bing. Ja. Ich schaff das. Aha. Pistolenmuni, ein alter Fernseher. Und was sauinteressant ist an dieser Ecke. Notpatronen. Ich habe Notpatronen. Notpatronen? Ich finde es schön, dass du die Kamera einstellen kannst, aber warum geht die Kamera immer erstmal aus Prinzip in die falsche Ecke? Weil man gerne Leute von vorne sieht. Guten Tag. Apropos Leute von vorne sehen? Sie ist absolut unsichtbar. Da jemand? Laura? Huh? You know my name? Eddie told me. That big fat blabbermouth. How do you know about Mary? What's the big deal? Why can't you just tell me? You're gonna yell at me if I don't? No, I won't. I was friends with Mary. We met at the hospital. It was last year. You liar! Laura, I... Fine, don't believe me. Last year, Mary was already... I'm sorry, Laura. Anyway, let's go. We can talk about this later. This is no place for a kid. There are all sorts of strange things around here. I can't believe you haven't even gotten a scratch on you. Why should I? Wait, wait! There's something I gotta get! Later, okay? But it's really important! What is it? A letter from Mary. Huh? I wanna go get it, is that okay? Yes! Yes! Go alone! Go, go! Is it in there? Yeah, in the back. What are you doing, Laura? It's further back in the desk. Laura! What are you doing? Küsschen. Ha ha, I tricked you. Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Huh? Do ya? What's the magic word? Laura? Okay, I guess it won't open it. I think I'll just leave you like this. You snotty little brat! Open up! Why, you... you... Laura? You bastard!
Ja, der ist der erste Boss. War ich das richtig? Quasi. Das ist quasi. Ja, Laura ist schon ein Saumesvieh, ne? Naja. Jetzt kurz erwähnt, dass wir Laura versprochen haben, sie nicht anzuschreien. Das erste, was er macht, ist sie anschreien. Das ist korrekt. Wir wissen aber schon eine Weile, dass James halt nicht so der geilste Mensch ist. Auch hier vorneweg für Leute, die es kennen, die wissen das eh, aber bei den Gegnern hier kann man quasi schon gewisse Dinge erkennen. Beine? Was Story angeht. Könnte ich irgendwie ohne Waffe gewinnen? Also ohne Pistole? Ich glaube, du kannst hier ohne Pistole gar nicht hin. Oh. Ich meine, könnte ich die jetzt nur mit meiner Schlagwaffe besiegen? Möglich, ja, aber es ist bestimmt nicht einfach. Und Maria, die oben liegt im Bett, ist, naja, wie gesagt, alles macht irgendwie Sinn. Sirenen. Oh Gott, es wird knapp jetzt. Also, Rames ist nett. Cool. Ja, Rames ist ein Träumchen. Das war der Garten? Mm, schöner Garten, ne? Der Raum ist ein bisschen kleiner als hier auf der Karte. Man musste sparen. Come on, Sir. Come on, Sir. Hat das bei dir auch schon zweimal gehangen oder war das irgendwie Internet bei mir? Das war Internet. Okay. Finde ich sehr interessant, weil ich habe absolut gar keinen Delay zwischen meinen Tasteneingaben. Mhm. Aber eben beim Bossfight und einmal davor in der Sequenz hat er das Bild bei mir so für ein, zwei Sekunden nichts gemacht. Das war auch der Grund, warum ich da ein einziges Mal erwischt wurde von dem Vieh. Ah, okay. Hm. Ach so, ja, wollte ich dir vorher schon sagen, es gibt eine neue Version von Parsec. Gut, dass ich dir das nach 2 Stunden sage. Ja, ist okay. Ups. Ich weiß, wie wichtig ich dir bin. Oh, ist das nicht. Ist das nicht? Nö. Jetzt sag doch mal, ist das nicht? Das ist nicht, ne. Das ist nicht. Guck ich mir jetzt hier unten um oder fahre ich direkt hoch, um zu schauen, wo Mariechen liegt? Ja, geh doch mal hoch und guck mal Mariechen. Mariechen? Hm. Riecht gut. Stock 3, ne? Düb. Ja, ich glaube schon. Aber stimmt, wir haben sie die ganze Zeit, wir haben es genau verkehrt rum gemacht. Es ist ja nicht Maria, es ist ja nicht Marie, sondern Maria. Marie ist die Frau, Maria ist die. Ist das Rockvieh. Das Rockvieh? Das Rockvieh. Eine Mucke. Ey, scheiß Better in the Dark. Jetzt hätte ich irgendwie fast schon Interesse daran. Nee, ich gehe erst zu ihr. Die anderen Räume zu gucken. Ich glaube, es war S3, ne? Das ist eine leere Medikamentflasche. Hat Maria die genommen? Wer atmet denn so laut hier? Ich denke, wie geht's mir eigentlich? Ziemlich gut. Danke der Nachfrage. Mhm. What? Alter, hat sich gerade zwei von selbst nach links wieder gedreht. Wenn die Türen sind, dann wie beim letzten Mal. Sieht fast so aus. Ich weiß gar nicht, aber das war im ersten Teil zum Beispiel nicht so, oder? Da war es in der Silent-Hill-Welt, wie man es nennt, anders. Ja, das stimmt. Da haben sich die Welten krasser verändert als hier. Hier ist irgendwie wirklich eine Spiegelwelt.
mehr schon als, Oh, sehr gut. Okay. Was? Nein, stopp. Ich glaube, da lag noch ein Papier. Sie ist ein... ja. Okay, ja. Mach du. Sie ist ein Engel, keiner weiß es, nur ich kann die Dame der Tür sehen. Sie können nicht über ihre Fadenbrücke gehen. Sie fallen durch die Schwere ihrer Verbrechen. Also nicht über die Fadenbrücke gehen. Fledlersuppe. Dann gibt's hier einen... Nicht! Jetzt auch noch die Dusche. Ja, Gott sei Dank. Ja, warte mal, stopp. Bevor du weiterläufst, dreh mal die Kamera, genau. Und jetzt lauf mal geradeaus. Guck mal da. Das ist ein Bild. Engel, Tür, sie sehen, bla bla. Badenbrücke. Okay. Habe ich den Faden noch? Hm. Messer. Muss halt so gehen, ne? Interesting. Nein. Ja. Noch bitte. Hallo. Hi. Okay. Achso, hier war es ja auch so schön. Hui. Ach, da sind alle drauf. Ja, klar. Ich dachte, das war immer, dass du hin und her schalten musstest zwischen den Etagen. Nanu. Ja. Bordeaux? Was? Bordeaux. Bordeaux, Anno? Paton. Ich mag die einfache Stufe. Ist das auch so ein Spiel? Keine Ahnung. Ich finde, es gibt Spiele, die, da fühlst du dich irgendwie verpflichtet, quasi, dein Bestes zu geben, um ein Ziel zu erreichen. Und es gibt Spiele, wo du eigentlich, froh bist, wenn du nicht zu viel machen musst, weil du einfach nur die Story erleben willst. Das wäre für mich absolut zweiteres. Für, ja, alles, was storybasierend ist, habe ich absolut keine Skrupel auf leicht zu spielen, weil warum? Warum sollte ich mir das Leben da schwer machen? Gibt tausend andere Dinge, die ich auch machen könnte, neben dem Spiel zu spielen. Also, wenn ich eine Herausforderung haben will, dann spiele ich, weiß ich nicht, Nioh, Dark Souls, Bloodborne, irgendwas, was schwer ist und mich herausfordert. Weil die Spiele spielen sich eh besser. Das Problem bei dem Spiel ist, dass es sie halt obendrauf noch richtig kacke spielt. Das ist halt einfach nicht gut gealtert. Und das wird sich auch in der nächsten Zeit nicht ändern. Teil 3 ist dann nicht besser und Teil 4 auch nicht. Das sind halt alle Spiele aus derselben Ära. Bin mir ziemlich sicher, dass die Wand nicht durchgängig ist. Ich hatte gerade wieder einen absoluten Hänger. Achso. Aber es war lustig, es hat sich nämlich ganz schnell vorgespult und er hat sich einfach voll fett sein Gesicht an der Wand gerieben. Voll fett, ey! Ja. War hier mal ein Keller oder bin ich? Ich habe jetzt vergessen, Stockwerke zu zählen. Ach komm. Also bin ich absolut im falschen. Ja, Treppenhaus. Naja, du hast ja ein Rätsel mit der Alten an der Tür. Ja. Und, was ist die Lösung? Weiß ich nicht. Müssen wir nochmal lesen. Da ist auch noch ein Nummernschloss, ne? Aber das brauchen wir ja gar nicht mehr. Da haben wir alles dicht. Das ist halt noch Aufzug fahren.
Wunderschön. Dankeschön. Erstmal ein Kacken im Bad 2. Nee, ich wollte jetzt hier M6 anfangen. Bitte, Kamera. Kamerad. Kamerad, Kamera. Offensichtlich nicht. Ja, so, genau. Mann. Warum hängt das denn gerade immer wieder? Ein Zettel. Ich war eingeschlossen im Keller des Kellers. Okay. Es war so eng und dunkel und ich hatte solche Angst. Ich verlor meinen wertvollen Ring, aber ich werde nie wieder dorthin zurückgehen. Also im Keller des Kellers, der abgeschlossen ist. Wo also hingegangen werden. Geil. Bockenzelle, Batterie, Lagerraum im Keller.